Ein Mann, 29 Jahre, verstirbt im Fitnessstudio während des Trainings. Er wurde zweimal mit Comirnaty, also dem Impfstoff beim BioNTech-Pfizer, geimpft. Sie sehen hier die Leiche natürlich ohne Gesicht, damit man nicht weiß, wer es ist. Und rechts oben im Bild, das ist für den Herrn mit dem Laserpointer, sieht man das Herzmuskelgewebe hier rötlich und mit den zentralen Kernen. Und dazwischen sieht man immer so kleine blaue Punkte. Das sind die Entzündungszellen, die nicht hingehören. Und im unteren Bild in stärkerer Vergrößerung sieht man also zwischen diesen roten Herzmuskelzellbalken die Entzündungszellen, die kleinen blauen Punkte. Und wenn man so zählt, sieht man so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zellen. Warum zähle ich das? Sie werden es später erfahren. Bitte weiter. Also immer das machen. Na gut. Der Gutachter, ein Gerichtsmediziner und früher Kollege von mir, der durchaus seine Sache kennt, sagt, da ist die Todesursache eine Kardiomyopathie, eine vorbestehende Herzerkrankung, die natürlich in keinem Zusammenhang mit der Impfung steht. Er hat eine einzige Stelle des Herzmuskels histologisch untersucht. Es gab keine histochemische Färbung mit CD3, dort sieht man diese Immunlymphozyten, die Lymphozyten braun, wie man hier am Bild sieht, in diesem blassen Gewebe, da kann man wieder gut zählen und wenn Sie zählen, werden Sie ca. 12 erkennen. Spike-Proteine hat er nicht nachgewiesen, was aber wichtig wäre, wenn jemand geimpft ist, denn dann hat er Spike-Proteine, wenn er geschädigt ist. Aber er könnte natürlich auch von einer SARS-CoV-2-Infektion geschädigt sein. Alternativ, da müsste man das Virus Nukleokapsid histochemisch nachweisen. Auch das wurde nicht untersucht. Warum dieses bitzelhafte Zellen zählen? Also seit 1986 gibt es die Telles-Kriterien, wie man eine Myokarditis richtig nachweist. Man hat diese Kombination entzündliches Infiltrat und Schädigung der Herzmuskelzellen. Und wenn man eine einzige Stelle des Herzmuskels untersucht, dann hat man eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, die richtige Diagnose zu stellen. Deshalb macht man die Auflage, 5 unterschiedliche Stellen des Herzmuskels zu untersuchen. Und dann sollte man eben quantifizieren und wenn man mehr als 14 Leukozyten pro Quadratmillimeter vorzugsweise aktivierte T-Zellen finden, dann darf man dazu Myokarditis sagen. Das ist also allgemein bekannt für die, die sich damit beschäftigen, nicht unbedingt für meine Kollegen. Der nächste Fall, das war im Schnelldurchlauf. Dieser Fall wurde im RTV schon berichtet. Ich gehe nicht darauf hinein, auf diese Umstände. Der junge Mann hier, den Sie hier sehen, ist also ein österreichischer also Staatsmeister gewesen in seinem Sport. Ich sage nicht welcher. Er hat einen Leistungseinbruch. Sport war sein Leben. Er wird nie mehr Sport machen können. Es war also eine Myokarditis im Raum und dann hat er sich erschossen. Erschossen mit einer Flinte und Sie sehen hier diese Blutung aus dem Ohr, das ist also typisch für eine Schädelbasisfraktur hier durch die Geschossgabe mit Schrot in den Kopf hinein und ins Gehirn. Natürlich ist jetzt hier kein Impfschaden, wird jeder sagen, denn Impfen führt nicht zum Suizid oder umgekehrt, sondern die zwei Sachen sind zwei Paar Schuhe. Aber hier offenbar für die Familie und für ihn nicht zwei Paar Schuhe gewesen. Übrigens, die Myokarditis wurde dann histologisch nachgewiesen, er hat eine gehabt. Er wurde nicht obduziert, jetzt haben wir das, worauf mein Nachbar schon hingewiesen hat, die Staatsanwaltschaft hat kein Fremdverschulden, die Todesursache ist klar, er hat sich selbst erschossen und die Impfung interessiert uns nicht, der Schuss ist halt sein, ich sage das jetzt brutal, Privatvergnügen, wenn sie einen erschießt, hat das mit Impfen nichts zu tun. Im Auftrag des Vaters des Verstorbenen nahm ich dann, also das war meine rechtliche Deckung, Organe vor dem Begräbnis, die dann wieder in Deutschland weiter untersucht wurden. Jetzt haben wir schon den nächsten Fall. Ich versuche die Zeit zu halten, darum rede ich so schnell, wie es sonst nicht meine Art ist. Wie weist man eine tödliche Impfnebenwirkung ohne Obduktion nach? Das ist eine Scherzfrage, denn das ist unmöglich. Aber es werden Totenscheine ausgestellt ohne Obduktion, da schreibe ich halt irgendwas als Arzt hinein und das ist eine Vermutung, eine berechtigte, wenn ich im Krankenhaus also Vorbefunde habe oder eine unberechtigte, wenn ich den Hausarzt frage, wann war denn der Herr das letzte Mal bei Ihnen und er sagt, ja vor 2 Jahren, da hat er eben eine Zehenoperation gehabt.
Wie schaut das aus mit den Obduktionen? Ich habe die Jahre aus dem Jahr 2020 hier. 7.772 bei 91.600 Sterbefällen. Also Obduktionsrate war 8,5%. So hat also die Politik und die Regierung und alle Beteiligten haben also das Gesundheitssystem geschädigt, indem sie immer weiter gespart haben und die Obduktionsraten nach unten herunter lizitiert haben. Das ist der Ist-Zustand. Mein nächster Fall, ein netter Ausflug, Sie sehen mich da hier in Trient, im Freien sitzend im Winter und auf der anderen Seite die Leiche hier, so wie ich sie vorfand, in einer Leichenkammer, also ein bisschen mit Plastik eingewickelt, weil es aber nicht gekühlt und es hat schon nicht mehr so gut gerochen. Man sollte also eine Leiche kühlen, die war halt ein bisschen schon grünlich und hat nicht mehr gut gerochen. Und ein 24 Jahre alter, ein Kampfsportler. 10 Tage nach der ersten Dosis Comirnaty wird er tot aufgefunden in der Wohnung. Er liegt vor der Dusche nackt, die Mama findet ihn und vorher war er eben in diesem Drive-Impf, das habe ich erfunden, diesen Ausdruck, denn da ist man hingefahren und hat das Fenster heruntergekurbelt und dann kam der Sanitäter und hat da hineingeimpft, gestochen und dann ist man gleich wieder weitergefahren. Also sehr zeitsparend. Ich war da das ärztliche Beobachter, eigentlich haben sie den Professor Burkhardt gewollt, aber der war gerade im Krankenhaus und so bin ich heute die Ersatzwahl gewesen. Die Staatsanwältin hat also auf Italienisch gesagt, es wurde mir nur übersetzt, ich werde dafür sorgen, dass kein Leichental Italien verlässt und damit hatte sie recht. Also bis jetzt ist nichts nach Deutschland gekommen und dann hatte ich die seltsamste Obduktion meines Lebens dort vor mir. Warum seltsam? Also im oberen Bild sieht man, wie das sich abgespielt hat. Da kam die Gerichtsmedizinerin aus Verona, so etwa 40 Jahre alt, mit 4 jungen Mädels. Die Assistentinnen waren, die sind dort herumgewurdelt und dann haben alle ganz kleine Skalpells genommen und eine Geflügelschere und haben alle gleichzeitig zum Schneiden begonnen. Ich habe gar nicht die Chance gehabt, alles zu sehen, denn wenn ich oben geschaut habe, hat unten schon eine was gemacht. Wenn ich unten geschaut habe, hat wieder oben eine geschnitten. Nicht? Und so sieht man das, hier sind die 4 Hände. Und dann sind wir endlich beim Herzen und ich möchte also hier, dass das Herz obduziert wird und sage, obduzieren wir das Herz und darauf macht die Gerichtsmedizin diesen Schnitt hier, einen Horizontalschnitt. Und da könnte man wieder den Laserpointer nehmen und sehen, dass dieser Herzmuskel seltsam ausschaut. Man sieht hier also blassere Areale, ich könnte da mit dem Laserpointer hinfahren oder du machst es, Martin, okay. Ja. Und dann normalrötliche Areale und dann sind wir dunkelrötliche Areale. Also das ist das klassische Bild, so gescheckt heißt es, von einer Myokarditis. Da gibt es was, wo es Blutarm ist, dort wo mehr Zellen sind, vielleicht eine kleine Narbe oder auch immer. Und ich sage, ah, das könnte eine Myokarditis sein und drauf sagt die Gerichtsmediziner auf Italienisch, also das Herz wird jetzt eingepackt und ich sage, gnädige Frau, also ich kann nicht Italienisch, ich hoffe, es wurde übersetzt, das geht nicht, wir haben keine Herzklappen gesehen, wir haben keine Herzkranzgefäße gesehen. Ja, das bekommt jetzt ein anatomischer Spezialist für Herzen, das Herz war weg. Okay, gut, darauf ging es weiter. Also mit dieser Geflügelschere wurde der Kopf abgetragen und das Schädeldach entfernt. Das ist das linke Bild und da sieht man die harte Hirnhaut, die kappenförmig das Gehirn umschließt und die wurde dann wegpräpariert und dann sieht man das rechte Bild und da zwischen den Hirnwindungen immer diese dunkelroten Flecken, dort hat es reingeblutet. Und das ist klassisch, es hat unter der weichen Hirnhaut, die harte Hirnhaut haben wir ja weggetan, unter die weiche Hirnhaut geblutet, das heißt Subarachnoidalblutung. Und da hat man schon von außen gesehen, hurra, Subarachnoidalblutung, die Todesursache. Darauf sage ich, gnädige Frau, wie nicht mehr gesagt, sondern Kollegin, jetzt suchen wir das Aneurysma an der Hirnbasis. Und dann wurde das Gehirn herausgenommen und umgedreht und hier sehen wir die Hirnbasis und da sieht man in der Mitte, in dem Bereich knapp um die Hirnbrücke dieses Maximum an Blutungen, Blutgerinnseln. Und dann war klar, dort muss das Hirnbasisarterienaneurysma sein, denn dort ist das meiste Blut. Oben haben wir es nur gesehen, wie es sich ausgebreitet hat, aber dort haben wir die Todesursache. Und jetzt haben wir dasselbe Spiel wieder. Die Assistentin nimmt also ein großes Gefäß und stappt das Gehirn hinein, ohne dass präpariert wurde. Und ich habe gar nicht mehr fragen müssen, das wird einem
Spezialisten für Neuropathologie zugeführt. Also so war diese Geschichte. Seltsam. Jetzt erkläre ich kurz, was ein Hirnbasisarterie in einem Aneurysma ist. Mona, du darfst schauen, es ist kein Bild hierbei. Es ist eine bärenförmige Ausbuchtung einer Schlagader. Normalerweise sind Arterien fest und elastisch wie Schläuche und die halten diesen Innendruck stand. Aber wenn dieses bärenartige Ausbuchtung ist, dann haben wir eine Schwachstelle und wenn der Blutdruck steigt, kann die reißen und dann gibt es Probleme. Ein Problem wäre, dass eben man daran verstirbt, jemand ist so eine Subarachnoidalblutung, also das geht doch relativ rasch. Wenn man Glück hat, kriegt man das im Krankenhaus und sagt, hurra, es tut mir so weh, ich peitschenartiger Kopfschmerz, ich bin im Bewusstsein getrübt und dann wird man gleich in die Neurochirurgie eingeliefert, aber das wäre der beste Fall. Oder eine andere Möglichkeit, ich habe ein großes Aneurysma, das hält und es drückt jetzt auf die Umgebung, dann habe ich neurologische Ausfälle. Aber es ist interessant so, dass ca. 2% der Menschen haben Aneurysmen, die keine Beschwerden machen. Also einer von ihnen vielleicht hat dieses Aneurysma und er sitzt auf einer Zeitbombe und dann stirbt er und die Zeitbombe wurde niemals gezündet. Daher ist klar, was hier die Italiener sagen werden. Die werden sagen, naja, das ist eine angeborene Gefäßmissbildung, die in keinen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung steht. Das ist eben das Grundleiden, das hier zum Tod geführt hat. Darum habe ich vorsichtshalber gleich ein Gutachten geschrieben und habe hineingeschrieben diesen tollen Satz. Ein Aneurysma, das erst nachgewiesen werden muss, denn bis jetzt wissen wir es ja nicht, ist weder vor 12 noch vor 2 Jahren geplatzt und niemand kann mit Sicherheit sagen, ob es vielleicht im Jahr 2024 oder 2026 geplatzt wäre. Fest steht, dass diese Aneurysmenruptur 10 Tage nach Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs Comirnaty erfolgte. Das heißt, man muss dieses Aneurysma präparieren, histologisch untersuchen und jetzt schauen, was sehe ich da. Sehe einen Wandschaden, vorbestehend oder frischer, sehe ich diese Spike-Proteine und dann kann ich sagen, okay, die Spike-Proteine waren genau dieser Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, wovon ich überzeugt bin. Aber das wissen wir noch nicht, es ist noch im Laufen. Damit bin ich schon bei meinem letzten Fall. Supermarktangestellte, zweimal Comirnaty, 69 und 92 Tage vor dem Tod. Jetzt kommt sicher ein Klugscheißer von Kollegen, der sagt, naja, das ist ja ein atypisches zeitliches Intervall, denn ich erwarte 14 Tage oder 3 Tage oder irgendeine Hausnummer. Also ich habe immer meinen Studenten etwas gesagt, was ich auch meinen Kollegen sage, Krankheiten lesen keine Lehrbücher. Die blöde Krankheit weiß nicht, dass sie sich an das zeitliche Intervall des Gutachters zu halten hat. Das war es halt so. Im November 2021 ging es immer gut, sie hat nur halt 40 Zigaretten pro Tag geraucht, aber sonst ging es ihr gut, hat sie einen Halslymphknoten bemerkt und dann ging sie zum Zahnarzt und der hat gesagt, naja, nee, Frau, das ist eh klar, Sie haben da einen beherdeten Zahn und das ist der regionale Lymphknoten, der schwillt halt an bei Ihrer Zahnentzündung. Und dann bekam sie Antibiotika, das wurde saniert, aber es wurde nicht besser, sondern deshalb am 11.01. untersucht mittels Ultraschall und hat gesagt, ja, es ist groß und sie hat ein Struma. Und dann bei der nächsten Ultraschalluntersuchung hat sie schon eine Thrombose der Halsvene. Hoppla, haben wir schon gehört. Spike-Proteine, Thrombosen. Passt jetzt schon gut zusammen, nicht? Und dann geht's rasch. 27.01. wird er biopsiert, man stellt einen Krebs fest und am 4.02. ist sie tot, also 8 Tage nach der Diagnose. Das ist also wirklich dieser Turbokrebs. Es geht irrsinnig rasch. 8 Tage nach der Diagnose und 4 Monate nach den Erstbeschwerden ist die Dame tot. Und was ist im Krankenhaus passiert? Ja, man hat ihr gegen ihre Beschwerden ein Morphinpräparat gegeben, den wurde angenommen, sie wird jetzt wegen dem Krebs gestorben sein. Sie wurde in der Pathologie obduziert und ich habe mich wieder hier mit Angehörigen Ermächtigung dieser Leiche bemächtigt. Man sieht ja in der Mitte das Brustbein, das wurde also wieder hineingelegt, so wird obduziert, das ist ganz normal. Und interessant ist, was hier der Herr Pathologe meint. Also das schreibt er in die Todesursache, in den Totenschein. Erste Spalte A, Hämoperikard, ist Blutung in den Herzspalte. Zweite Spalte, wenig differenzierte Schilddrüsenkarzinom. Im Obduktionsbericht steht 400 Milliliter frisches Blut im Herzspalte. Das Herz wird sonst als unauffällig beschrieben
Und das ist ja schon für mich ganz sehr seltsam, da blutet in den Herzbeutel rein, aber ich habe keine Blutungsquelle. Also ich habe keine Verletzung des Herzens, ich habe keine Myokardruptur, ich habe keine Aortenläsion. Und eine Histologie vom Herzen hat er auch nicht gemacht. Man wird dann sehen, warum eigentlich. Ja. Also so schaut das Herz aus. Ich habe hier in dem kleinen Bild sieht man ein Herz, wie es normal ausschauen soll. Das ist also faustgroß und passt so gut in die Hand. Und da ist dieses glänzende braunrote Muskelgewebe und hier eher weißlich das Fettgewebe. Und das tatsächliche Herz dieser Frau sieht man auf der anderen Seite, das hat also alle ganz andere Farben. Da ist dieses Rötliche drinnen und da ist diese grauen Flächen und da ist Gelb drinnen. Also das sieht man mit einem Blick, das ist was anderes. Und jeder, der Pathologie gelernt hat, weiß, wenn es so graue Flächen gibt und man kann die drunter zupfen oder auch nicht, dann ist das Fibrin. Und so ist es. Also in dem kleinen Bild rechts unten sehen Sie einen normalen Herzmuskel. Da ist einmal oben das Epikard ganz außen, dann kommt das subepikardiale Fettgewebe und dann drunter die Muskelschicht Myokard. So soll es ausschauen und so schaut es wirklich aus bei dieser Dame, da sieht man, das schaut anders aus. Also ganz rechts im Bild haben wir wieder das Myokard und dann sind diese vielen kleinen blauen Punkte, das sind Lymphozyten. Wir haben dieses schöne Wort gehört, Lymphozyten-Amok. Also dort sind viele Entzündungszellen und sagen, ha, wir machen eine Entzündung und wenn wir außen am Herzen sind, nennen wir uns außen herum Perikarditis, Herz-Außenhautentzündung. Und dann ganz links im Bild sieht man diese blassroten Flächen, die so konfluieren, das ist das Fibrin. Also in Wirklichkeit hat sie eine fibrinöse Perikarditis, die in den Aufklärungsbogen drinnen steht. Der Pathologe hat sich geirrt. Ich habe das unter Anführungszeichen gesetzt, weil ich ja eher vermute, ich weiß nicht, kennt er sich noch nicht aus und hat noch nie eine Perikarditis in seinem Leben gesehen. Es war ein Pathologe in Ausbildung. Oder hat er es halt nicht eingeschrieben, weil er nicht darüber schreiben wollte, weil in diesem Spital also niemals die Diagnose Perikarditis bestellt wurde. Und das ist natürlich eine Katastrophe gewesen, denn wenn ich 400 Milliliter Guss im Herzbeutel habe, dann drückt das von außen auf das Herz und ich bin tot. Aber wenn ich es erkannt hätte, hätte ich punktieren können und den Guss ablassen und dann behandeln. Also das geschah nicht. Und natürlich hat sie auch eine Myokarditis gehabt. Das sind diese vier Fälle, womit ich die Sache konkretisieren wollte. Also das ist jetzt meine Zusammenfassung und mein eher legerer Stil zu sprechen, nichts funktioniert. Die Nebenwirkungen werden nicht gemeldet, wir glauben eine von 20 oder von 40 wird nicht gemeldet. Es wird nicht obduziert, daher wissen wir gar nicht die Todesursachen und damit kann man es heute halt nicht feststellen. Und die Gutachter und Ärzte verstehen ihr Handwerk nicht oder wollen es nicht verstehen, weil sie sonst keine Aufträge mehr erhalten. Also es gibt zwei Orten von Bösen.